Ein wichtiges technisches Hilfsmittel sind auch Flaschenzüge, sowie der hier abgebildete Differentialflaschenzug. In diesem Problem ist zu ermitteln, welche Kraft P an diesem Ende des Flaschenzugs hier notwendig ist, um eine Last F am anderen Ende des Flaschenzugs zu halten. Außerdem soll der Abstand x zwischen dem Punkt A und dem hier befestigten Haken ermittelt werden, sodass der Stab AB in horizontaler Lage verbleibt. Wieder gleiches Koordinatensystem x und y, und da ist es jetzt wieder sinnvoll, eigentlich gleich wie bei einem Gerberträger, dass man die Einzelteile wieder freimacht. Also den oberen Flaschenzugteil, wo die Kraft F dran hängt, und den unteren mit der Kraft P. Und dann kann man sie zwei Gleichgewichte wieder bilden und kann ineinander einsetzen und damit bestimmen, wie groß die Last sein kann in P und wie der Abstand X sein muss, damit es nicht kippt. Also Auslegung eines Flaschenzugs ist das im Wesentlichen. Das heißt, wir machen Freikörperbilder vom linken Teil und vom rechten Teil. Was man natürlich braucht, ist die Rollen. Die haben da jeweils eine Kraft drauf, die P1 genannt habe. Und die Last F zieht da runter. Und beim rechten Teil ist es genauso. Da haben wir diese Rollen. Also welche Größe haben diese Kräfte da? Die hat offensichtlich P1. Weil wenn oben überall P1 wirkt, entlang des Seils am linken Teil, muss auch da bei dem Haken am anderen Teil wiederum P1 wirken als Seilkraft. Und bei den unteren ist es genauso. Wenn da außen P vorgegeben ist und P wirkt, dann setzt sich das natürlich über das Seil fort und es wirkt überall P. Ja, auch hier. Da ist es ja auch festgemacht. Da hat man auch noch das Seil nach unten über die untere Rolle gewickelt und dann ist auch in Punkt A natürlich die Kraft P. Also die sind alle gleich. Das macht es natürlich einfach. Wir machen ein Gleichgewicht links und eines rechts. Gleichgewicht links erschöpft sich in einer Bilanz der Kräfte in Y-Richtung. Da haben wir 4 mal P1 positiv nach oben minus das F ist 0. Das heißt, unser P1, das sich da im Seil fortsetzt, wird das geviertelte F sein. Das teilt sich einfach auf die ganzen und damit 200 Newton. Und das Gleichgewicht rechts liefert ein bisschen mehr. P1 kennt man jetzt. Machen wir wieder eine Summe in Y-Richtung. Das ist 5 mal P nach unten, also minus 5P plus das P1 ist 0. Daraus folgt sofort, dass P1 Fünftel sein wird. Und da sieht man auch die Wirkung von einem Flaschenzug, warum der mit so vielen Rollen den Kraftaufwand erniedrigt, weil sie einfach die Kräfte aufteilen auf die eine Kraft, die da im P wirken kann oder muss. Und eine Momentenbilanz machen wir da rechts um den Punkt A. Der Punkt A ist hier, wo das letzte linke P angreift, und da hat man dann gleich ein bisschen zusammengefasst, P1 mit dem Abstand x, der gesucht ist, deswegen machen wir überhaupt die Momentenbilanz, und alles andere ist negativ mit der Größe P als Kraft und mit unterschiedlichen Abständen, nämlich 2R und 4R und 6R und 8R. Und daraus folgt, dass P1 mal x minus 20p mal r 0 sein muss. Und nachdem p und P1 und r bekannt sind, ist x 20p mal r durch P1. Kraft durch Kraft kürzen Sie die Kraftdimensionen, die physikalischen Dimensionen weg. Das heißt, es bleibt das Dimension R über Länge, was wir fürs X natürlich brauchen, wenn man wieder einmal Dimensionsanalyse macht. Und das sind 240 mm, die dieser Haken da entfernt sein muss von A, damit für die Konfiguration ein Momentengleichgewicht auftritt und damit der untere Teil da nicht kippt in irgendeiner Form.